Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zum Loading Screen Simulator. Und ich dachte, Assassin's Creed Unity ist schlimm. wir sind zurück bei Horizon Zero Dawn. Und ich höre nichts. Warum höre ich nichts? Test. Komisch. Ah ja, jetzt höre ich was. Also nicht, weil das Spiel gerade gestartet hat, sondern weil jetzt die Lautstärke stimmt. Wir wollen hier das Nora-Jagdgebiet machen. Okay, da vorne sind auch neue Viechers. Was haben wir eigentlich so weit an Quests? Okay. Finde Times Ring. Okay. Ja, versuche ich mal. Brutstätte Sigma. Überprüfe Drahls Geschichte. Um Gottes Willen, ja, das ist ewig weit entfernt. Okay. Also ich sammle mal ein paar Ressourcen auf dem Weg zum Nora-Jagdlager. Ja, weil ich letztes Mal so ein bisschen sehr nützlich freigebig war mit meinen Ressourcen. So. Und hier außenrum sollte ich dann nicht in Konflikt mit den Maschinen geraten. Ups. Ich wollte gerade mal gucken, dass ich genug Pfeiler habe. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Hier ist gerade keine Maschine unterwegs, das ist gut. Und hoch hier. Dann versuche ich mich mal in dieser Jagdprüfung. Beziehungsweise ich speichere nochmal schnell. So. Muss ich hier noch kurz was bereitlegen. Ja. Für Cutscenes, dass ich wieder ein bisschen was zum Zeichnen habe. Okay. Rede mit dem Hüter. Möchtest du es nochmal probieren? Nur Teileprüfung? Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserücken abschießt. Okay. Ich bin gespannt, wie du dich anstellst. Ich bin soweit. Wo ist denn dieses Grasergebiet nochmal? Prüfung am Seil starten. Das Seil hier, oder was? Schätz mal, ja. Entferne Behälter von Grasern. Okay, 10 Behälter. Zersprengerpfeil. Dann cheat ich die Prüfung mal ein bisschen. Ups. Shit. Ah, ich hänge hier in dem scheiß Graser drin. Bam. Oh, shit. Geht doch.
Gut, es hat mich zwar einige meiner Zersprengerpfeile gekostet, aber das war es mir wert. Jetzt nur die Frage, wie kann ich die wiederherstellen? Ein echter Glückshund. Graserlinse. Cool. Weiß zwar nicht, was ich damit machen kann, aber es ist grün und es ist ein Rohstoff. Was haben wir hier? Das gehört jetzt Wächterherz. Krass. Kann ich eigentlich schon Dropkills machen? Nee. Ups. Wow. Gibt's nicht. So. Oh. Na, schade. Aber ich habe ein bisschen Lohe abgeschossen. Oder? Ja, Lohe. Da. Und nachdem ja wohl einige dieser verdorbenen Maschinen anfällig für Brand zu sein scheinen, ne? Es ist ganz praktisch, das Zeug zu haben, um Brandpfeile herstellen zu können. So, gehen wir mal den Auftrag ab. Das wird mir noch weiterhelfen. Nett. Schön ist halt auch, dass ich nicht viel tun muss, während ich klettere. An der Konsole ist es halt gut. Am PC bei Assassin's Creed ist es Käse. Beim ersten Mal eine Glutsonne. Du bist echt gut, selbst für eine Nora. Was soll denn das heißen? Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Ich muss gehen. Ich bin hier, falls du wiederkommen willst. Habe ich jetzt direkt das höchste Abzeichen hier? Ja. Holzstapelprüfung. Erledige Maschinen mit Holzstapel. What? Okay. Für 3 Halbsonnenbelohnung. Oh Gott. Halbsonne. Ach so, Halbsonne ist Bronze. Ja gut. Meine Fresse, wer geht mir jetzt hier wieder auf den Sack? So. Ich hasse es, wenn das Handy nicht stillsteht, ne? Okay, erledige Maschinen mit Holzstapelfallen.
Inventar. Fallen und Tränke. Was sind denn Holzstapelfallen? Hä? Herstellen. Munition, Jägerbogen. Scharfschussbogen, Stapelfallen. Fallenbeute. Hä? Okay, das muss ich jetzt mal googeln. Ich weiß nämlich nicht, was Holzstapelfallen sind. Aber angeblich habe ich das schon. Horizon Zero Dawn. Holzstapelfallen. Holzstapel. Falls ihr eine Sprengschleuder besitzt, ist diese Prüfung in 20 Sekunden vorbei. Okay. Was? Dort sind drei Holzstapel, die ihr mit Pfeilen auslösen könnt? Okay, ich muss mich in dem Gebiet mal umsehen. Sind das diese Holzstapel, die ich mit Pfeilen auslösen kann? Ich sollte meine Waffen hier nicht benutzen. Das wäre geschummelt. Kann ich hier irgendwo runter, ohne mich voll aufs Maul zu hauen? Oh. Nein! Aua. Sind das diese Holzstapelfallen? Wo geht denn da lang? Wo endet das Seil? Hier vorne. Also, weil hier bei Game Pro steht, falls ihr eine Sprengschleuder besitzt, ist diese Prüfung in 20 Sekunden vorbei. Rutscht das linke Seil herunter und feuert eine Sprengkugel rechts hinter die Herde. Damit treibt ihr sie zu euch hin in die kleine Schlucht, rechts neben euch. Dort sind drei Holzstapel, die ihr mit Pfeilen auslösen könnt. Eine kleine... Au! Ja, gut. Nehmen wir mal diese Schlucht und diese Holzstapel. Gut, aber die Herde ist nicht mehr da, ne? Deswegen... Ja. Werde ich mich erstmal anderen Quests zuwenden. Okay, das ist da oben... Das ist da ganz hinten. Das ist da lang. Hier lang wollte ich sowieso. Was bist du? Bist auch so ein Jagdgebiet, wa? Okay, bei dem Lagerfeuer war ich noch nicht. Das heißt, ich... Geh hier hin. Ich gehe hier hin und, ja. Genau, geh von dort aus in die Region mit den Collectibles. So, schnell speichern. Okay, ich will zuerst hier hin. Zu der Banuk-Figur. Sie ist keine Ausgestoßene mehr. Jo, nee. Das kannst du mich nicht mehr so verurteilen. Du bist ein Scheißwürde, ich war. So, mal ein paar Pfeile herstellen. Und runter hier. Ich will hier ein bisschen hinrennen, deswegen muss ich immer mal wieder gucken, dass mir da auch nichts in der Quere rennt.
Jetzt lasse ich auf einmal wieder in so einen. Wie hieß den großen Viecher? Reißer? Das hilft bestimmt weiter. Auf jeden Fall, dass ich nicht in den großen bösen Miezekatzen drin stehe und dann sagen die einmal Hallo und ich sag einmal Gute Nacht. Das wäre echt ungünstig. Da vorne ist Leben. Ich hol mir noch Frostbeulen. Ist das hier zu kalt für mich? Also 350 Lebenspunkte habe ich. Ich achte jetzt mal darauf, wie viele Lebenspunkte ich habe. Weil wenn die sinken, weil das ich hier wird oben mir bin, unterwegs sicher weiterhelfen. Wenn die sinken, dann kehre ich natürlich sofort um. Hä, wie komme ich denn da jetzt hoch? Kann ich irgendwie hochrennen oder so? Ja, da sind diese hübschen Zeichnungen. Ah! Oh Gott, war das peinlich. Weil natürlich kann ich hier hochklettern. Wohin jetzt? Da rüberspringen? Packe ich das oder? Tatsache. Okay. Es ist schön, wie mir diese Zeichnungen den Weg weisen. Nee. So, genau. Weil nicht alles hier ist gelb markiert. Wow. Okay, ja, weil ich da runter kann, ohne mich zu verletzen, schätze ich mal, werde ich da runtergelaufen sein. Weil das Spiel sich so denkt, jo, du verletzt dich da nicht. Da mach mir keine künstliche Barriere hin. Okay, und wenn ich mit der Prüfung fertig bin, haben wir hier die Seilrutsche, um ins Tal zurückzukommen. Banu-Artefakt. Sieht aus wie eine von diesen Banu-Skulpturen. Okay, Banu-Figur. Ein hölzernes Artefakt, das neben einem mit Trophäe erhalten. Juhu! Mit einem beschrifteten Stück Pergament als Opfergabe unter einem Stammeszeichen hinterlassen wurde. Sets solcher Artefakte können Meridian gegen wertvolle Belohnungen eingetauscht werden. Aha, das ist die Bahn. Da hatten wir doch gerade noch Rohstoffe. Okay. Maschinenkern. Ah. Schatzkisten. Maschinenausbeutekiste. Ah nein, nicht entfernen. Wollte das Ding plündern. Spezialobjekte, Banu-Figur. Okay. Ja, und wobei hier Fertigkeiten. Wollen wir hier in die Richtung gehen? Das heißt, drei brauchen wir jetzt noch. Uiuiui, Aloy, pass auf! Okay, Metallblume. Da müsste ich da runterlaufen und dann da hoch.
Hier in der Nähe habe ich ein Lagerfeuer. Da gehe ich zuerst hin. Die Straße runter ist es. Weil Schnellreisepunkte zu haben ist immer gut. Da lang. Verdammt. Verdammt. Hey, mit dem Controller zielst du halt nicht, ne? Och, kannst du bitte mal liegen bleiben? Wo ist das Lagerfeuer? Nicht, dass ich da jetzt aus Versehen dran vorbeirenne. Ich bin euch überlegen. Also solltet mal überlegen. Okay, was bist du? Jagdglück. Ach, Heilung habe ich voll, okay. Oh, dass es hier oben halt so auseinanderfällt und sich über das gesamte Tal verteilt, ist echt ärgerlich. Oh oh. Bist du gegen irgendwas anfällig? Schwäche Feuer. Aber du bist gerade nicht mein Ziel. Was haben wir hier? Feuerbrennwurzel. Nice. Das Stück da können wir eben mal laufen. Oder... ich bin über der Zeit. Gut. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.